Willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World für Nintendo Switch. In 2 Tagen ist Release, bei uns darf es heute schon weitergehen. Danke Nintendo Deutschland. Und da geht's auch schon weiter mit dem 3. Level Piratenpier. Wir haben uns schon hier neue Farben ausgesucht, zumindest ich. Ich bin jetzt der grüne Yoshi, sie wechselt später mal. Steht halt einfach so sehr auf den roten, keine Ahnung, Frauen, so. Und wir haben uns auch Kostüme ausgesucht. Yoshi's pennt schon bei meiner Einrede ein. Schade, aber vielleicht hört ihr mir wenigstens zu. Ich habe den Zug und du das Geschenk. Das sieht noch nicht nur schön aus. Gut, wir sehen ein bisschen fetter aus als sonst, aber das hat auch seinen Sinn, denn diese Kostüme geben uns alle einen unsichtbaren Verteidigungswert. Oder ist der unsichtbar? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt nur Werte von der Haltbarkeit gesehen. Heißt, bei Treffern nehmen wir weniger Schaden, aber die Kostüme gehen leider auch kaputt bei zu vielen Gegentreffern. Das ist halt die Frage, kriegt man die dann wieder? Das weiß ich auch nicht, weil der Shop war ja leer, ne? Ja. Zumindest der des ersten Abschnitts. Als ob ich da nicht getroffen habe. Aber am besten nicht bewegen, wenn man zielt, weil wenn dann die Kamera sich bewegt, ne, dann ist es auch alles ein bisschen verfälscht. Da haben wir schon die erste Blume. Ach, und wenn du auf mich drauf springst, dann bist du weg. Ich wollte hier aber noch hingehen, weil da gab es so eine Möwe in der Luft, die fand ich verdächtig. Was gab's da? Möwe? Ja, die fand ich verdächtig so. Ach die, kann man bestimmt abschießen, ja. Aber ich denke, es gibt nur Münzen. Okay, ja. Nee, ich wollte sicher gehen, so. Na, ist auch richtig so. Wir haben ja bisher noch kein Level zu 100% gelöst, aber es ist auch nicht einfach, muss man wirklich sagen. Hier unten können wir uns echt noch mehr Eier holen, übrigens. Ja, sollte man vielleicht nicht machen, so. Lass sie kommen, die Viecher. Sind das Piraten? Ja, ne? Ja, schei geil, Pirat. Im Hintergrund sehe ich so so Milch, so Kaffeemilch in diesen Plastikbehältern. Benutze ich nie, deswegen, keine Ahnung. Mir gibt es noch frische Milch direkt von der Kuh. Spaß. Ja. Aber schon gute. Hey! Oh. Sorry, ich wollte dich nicht. Zeitevent. Bist du bereit? Ja. Yeah. Okay, Münzen sind's wieder. Münzen. Ich spring voraus und du sammelst so am Boden alles ein. Okay, geschafft. Ich bin das niedere Volk, ich muss am Boden. Ja, ich mach immer was war denn hier? Etwas schwieriger. Komm zurück. War hier was? Nee. Nö. Aber da ist noch so eine Möwe. Noch mehrere sogar. Können wir ja just for fun abschießen. Ah, man darf nicht so nah beieinander stehen. Ist auch so eine blöde Sache. Warum schießt man sich denn dann selber ab? Das ist unnötig. Ja, wäre jetzt besser gewesen, hätte ich die Herzen, aber okay. Dann erstmal du. Pass auf, nicht das. Was wiederkommt. Münzen sind ja auch nicht schlecht, weil wir haben ja für die ganzen Kostüme 1000 Münzen bezahlt. Und wir hatten, glaube ich, 1100. Also lohnt sich auf jeden Fall, gründlich vorzugehen und alles einzusetzen. Ah, schau mal, was ich da gefunden habe. Ja, okay, also da müssen wir echt häufiger drauf achten. Es gibt wohl immer mal wieder welche in diesen Leveln. Der sieht auch verdächtig aus. Und der sieht voll hässlich aus vor allem. Und wir wollen nicht nochmal so ein Geschenk übersehen. Mit einer roten Münze drin. Oh nein, diese, wie heißen sie? Blark? Ich glaube, Blark heißen die. Nee, oder? Doch. Wie auch immer. Sind gefährlich. Deswegen sollte man ihnen in die Kehle schießen, damit sie kurz abdüsen. Da können wir uns Eier holen. Gibt es in dem Level irgendwie mehr Blumen als sonst? Oder habe ich mich gerade verguckt? Da oben waren doch gerade 6, oder? Sind die normalerweise immer 5? Hey! Ich wollte eigentlich den Schnitzel. Lass mir neu holen. Wenigstens hat die Eierblume schön produziert. Drücke am besten immer nur B, wenn es wirklich notwendig ist. Was machst denn du da? Oh, ich bin fast versunken. Baden gehen kannst du später, nicht jetzt. Das ist aber so einladend. Ja. Ja, jetzt nimm du die Herzen. Das ist so auch voll. Hier gibt es so viele Möwen, so viele Eier haben wir gar nicht. Ja. Oh, Achtung. Kurz bei der Zwischen gelandet. Finde ich lustig, dass diese Geländer da Strohhelme sind. Achtung. Oh, was haben wir da im Hintergrund? Nein, was hast du getan? Schnell. Das war zu früh. Du musst mir schon sagen, dass du das Zeitevent auslöst. Ja, hat ja jetzt geklappt. Da ist noch einer. Ja, den wollte ich vorhin auch abschießen. Ich habe keine Eier mehr. Dann gönn dir ein paar leckere Shy Guys.
auch ein cooles Pier. Also die Abwechslung fällt mir sehr positiv auf bisher. Drei Level gesehen und bisher gleicht keins dem anderen. Eigentlich bin ich so einer, der das schon auch mag, wenn es ein Weltenthema gibt, was dann auch bevorzugt in einer Welt vorkommt, aber ja, gut. In letzter Zeit fährt man eher so die Schiene, dass jedes Level abwechslungsreich ist. Kann ich auch mitleben. Ja, das schaffst du nicht. Ja, im Moment, wenn du den Boden berührst, genau. Ja, ja. Ich hab nur das Gefühl dafür gebraucht. Ja. Bam! Aha, da ist was. Oh, das ist gefährlich. Nee, nur ich. Ich hab's okay. Schon. Not bad. Ich regel das schon. Ja, weil du jetzt einfach was geschafft hast. Ja, ja, ja. Voll stolz. Hallo? Stolz, die Oscar. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich pass schon auf dich auf. Davor wolltest du mich runterschießen in das Wasser. Ich glaube, da stirbt man instant, deswegen ist es so gefährlich. Da ist... Wow, den habe ich ja gar nicht gesehen. Aber das Kostüm hat dich geschützt, hast du es gesehen? Ja, aber das arme Kostüm. Mich würde noch interessieren, bekommt das dann den Schaden wieder geheilt, wenn wir das Level abschließen? Oder, ich Moment, denke... Was passiert denn jetzt? Boss? Das sieht sehr unerwartet nach Zwischenboss oder sowas ähnlichem aus. Und, was glaubt ihr, wo es hingeht? Nach Thailand? Nein, bestimmt nicht nochmal. Malediv? Auch nicht so schlecht. Gut, ja. Würde ich jetzt nicht Nein sagen, auf jeden Fall. Oh no. Ach, deswegen wahrscheinlich auch eine Blume mehr, weil es für den Boss noch eine gibt. Ein Okto-Piratenkapitän. Okay, schießen wir ihn ab. Na, zeig dich, zeig dich. Warte, wäre es nicht sogar besser, wenn wir aufeinander reiten, weil unsere Attacken dann ja stärker sind? Lass mal machen. Okay. Immer schon ausweichen. Ja, der Betrüger. Ja, enttäuscht. Jetzt aber, Volltreffer. Hat ihn das getötet? Nee, noch nicht. Achtung, jetzt dreht er durch. Aber ich glaube, die Eier sind dann auch ein bisschen dicker. Weil allein das Fadenkreuz ist fetter und so. Ach komm. Ha, zählt trotzdem getroffen. Noch. Was ein Dödel. Aber haben wir jetzt alles gesammelt? Ja, das... Keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir alles haben, so. Ich auch nicht. Also, die roten Münzen haben wir bestimmt nicht. Das kam jetzt so plötzlich. Aber Leben müssten wir geschafft haben. Ja, Leben haben wir auf jeden Fall. Boah, wir haben alles geschafft! Ja! Wahnsinn. Schön. Ich hab's gar nicht gesehen. Nee, ich hab das auch nie gedacht. Ich auch nicht. Weil das kam wirklich so aus dem Nichts. Yay! Ja, die freuen sich. Und einen neuen Automaten auch freigeschaltet, aber wir haben kein Geld mehr. Hey, Yoshis! Wie hat euch Octodox gefallen? Hattet ihr eine schöne Zeit? Waren viele Piraten am Start, aber ja. Ich hatte gehofft, man könnte mir da vielleicht etwas besorgen. Ich benötige folgendes: Plattfisch. Den habe ich gesehen, weiß, wo auch, ist, ne? Ja, ja. Ich weiß ungefähr, wo der ich ist. Ich weiß auch, wo er ist. Ein Hinweis gern: ein großer Fisch, der am Meeresgrund lebt. Ach nein. Einfach mit einem Ei bewerfen. Okay, gut. Also, ja, das sind so die Missionen, die ich meinte. Nur seltsamerweise müssen wir das wieder von der Vorderseite machen. Also, wir haben noch kein einziges Level auf der Rückseite gespielt. Ist auch ein bisschen schade, weil es ja ein großes Feature des Spiels ist. Aber damit lassen sie sich wohl Zeit. Ja, es kommt. Wird noch kommen, ja. Ich kenne nur die Missionen, dass man so ein paar Poochies sammeln muss. Jetzt also was Neues, was wir noch gar nicht gesehen haben. Also dann rennen wir mal dahin. Den Plattfisch suchen. Ich weiß, dass er in der Nähe am Anfang hier war. Ja, ja, da, schau da. Ja, da ist doch easy. Schieß. Ich hab nichts zum Schießen. Du hast... Ja, dann steig auf mich auf. Du kannst ja dann meine benutzen. Ich hol mir selbst aus. Dann halt nicht. Schafft. Level beenden. Achso. Ja, Spiel fortsetzen ja auch. Also. Ach so. Ist ein bisschen. Das hat er aber schon gespeichert jetzt, oder? Ja, ich hoffe mal. Weil nicht, dass man das Level nochmal durchspielen muss. Das wär Schwachsinn. Ja, aber dann würde ja nicht diese Möglichkeit kommen. Ja, denke ich mir auch. Ja. Okay. Ja.
Juhu, Plattfisch gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Eine Bonusblume. Ja, Dankeschön. Schön. 25 haben wir jetzt schon. Blumen zaubern jedem ein Lächeln auf das Gesicht. Wenn jemand traurig ist, schenkt man einfach Blumen. Das wird Wunder. So ein Spruch auf den Lippen? Nein. Ich hab nur geguckt so. Ich hab noch eine Bitte. Ich benötige Folgendes. Was will denn noch alles? 6-mal Bodenbirdie. Am Hafen gibt's viele von ihnen. Es müssen insgesamt 6 sein. Einfach mit einem Ei bewerfen. Soll ich dir noch Kaffee holen? Also, Pizza hallo? Oder was los? Das ist genauso schlimm wie mit dir. So, war 1000 extra Wünsche. Ja, aber das ist schon dreist jetzt von ihm. Ja. Na gut, dann machen wir halt die Laufburschen. Ja. Sammeln wir 6 Bodenbirdie. Wohlgemerkt Boden. Die fliegenden will er nicht. Was bin ich Depp. Du denn? Ich glaub, direkt in den ersten Gegner rein, was ein Honk. Das fühlt sich so wie so ein Praktikant. Ist dein halt Karton eigentlich geheilt worden jetzt nach Levelabschluss? Weißt du das? Gar nicht drauf geachtet. Ja, man sieht's, sie werden geheilt. Ja. Okay. Also man muss nur mit den Dingern die Level schaffen und dann ist alles gut. Machen wir am besten jetzt auch ganz schnell. Weil wir haben ja noch das 30 Minuten ja. heute. Ab dem nächsten Part nicht mehr. Mach mal ganz schnell die Schoße hier mit den Viechern. Guten Birdie. Ist auch keiner, ich schreie, wenn ich einen sehe. Ja, mach das. Ich sammle währenddessen noch ein paar Eier. Kannst du ja auch machen, wenn du willst. Das Geschenk. Kann ich. Komm. Das sind alles Fliegende. Da ist der erste. Da ist einer. Bam. Wir können ja auch nochmal überprüfen, ob wirklich die Fliegen. Ah, unsere Kartons werden auch geheilt bei der Blume. Ah. Nice. Ja, dann. Dann sollten wir besonders Acht geben, dass unsere Kartons nicht kaputt gehen. Ja, das wäre halt schade drum. Vor allem die seltenen. Die ultra selten. Das ist wie wenn du ein seltenes Pokémon freilässt. Ja. Dass so eine. Früher so eine. Holo-Pokémon-Karte hattest. Und dann außer sie in den Müll geschmissen oder so. Hallo? Oder die Mutter hat's aufgesaugt. Soll ich das machen? Hat, weil das dumme Ding sich so dreht. Siehst du? Ah, Lava! Mach jetzt! Ich mach's von der anderen Seite. Toll, jetzt hab ich einen Schalke. Ich hab ihn getroffen. Wo bin ich denn jetzt? Ich seh nix. Du bist verreckt. Nein, nein. Ist deine Kiste jetzt ganz kaputt? Nein, 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 ich bin gerettet worden. Okay. Nee, du hast schon Schaden gekriegt. Echt? Glaub schon, ne? Hier ist keiner, ne? Das ist ja voll aufwendig, die Mission, im Vergleich zu der anderen. Da ist. Eier holen. Wir haben jetzt erst 2. Ja, wahrscheinlich gibt es auch nur 6. Ja. Und dann werden wir am Ende wieder dumm schauen, wenn uns eine fehlt. Ich habe ihn für dich abgeschossen. Okay. Oh, da hinten ganz übelst dreist im Background. Schaffst du das? Ja, warte. Nein. Oh, es ist fies. Doch, ich hab's geschafft. Good job, good job. Ich habe halt jetzt nicht immer alles im Blick gehabt. Kann schon sein, dass wir schon mal verpasst haben. Nee, ich denke aber nicht. Ich hoffe aber nicht. Bisschen schade, dass Gegner die Gegner automatisch frisst. Ich mochte das auch, wenn man einfach so im Mund diese Shy Guys hatte, sie lecken konnte. Und dann auf Gegner spucken. Das war auch lustig. Das geht jetzt gar nicht mehr. Okay. Es fehlt auf jeden Fall einer. Da ist noch einer. Da ist. Aber das Level ist ja gleich vorbei. Und wir müssen noch einer. Aber hier ist der Boss schon. Sicher, dass hier der Boss war? Ja. Ja, dann gehen wir mal zurück. Wir müssen ja eh nicht zum Boss. Ach, so eine Belastung! Da. Da relativ, unten. Relativ am Anfang, aber ist auch ein gutes Versteck. Ja, Level beenden. Relativ am Anfang vergessen. Aber ist ja auch schön, dass es herausfordernd ist, ja. Passt schon. Soll ja irgendwo ein Anspruch sein. Ja. Aber jetzt ist mal gut. Juhu, Bodenbirdie gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Danke. Weder mehr noch was. Ich benötige Folgendes. 3-mal Krebs.
Ich weiß, wo die sind. Die Krebse hängen gerne am Meeresgrund ab. Ich bräuchte 3. Da hängst du gleich auch ab, wenn du noch eine Bitte hast. Einfach mit einem Ei bewerfen. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal das neue Level. Das hat jetzt Vorrang als dem seine Sonderwünsche da. Aber wie gesagt, wir haben ja noch das Zeitlimit und ich würde gerne noch ein volles Level zeigen. Priorisiert. So, wir brauchen 5 Grinseblumen mindestens, um hier reinzukommen. Haben wir zum Glück vorzuweisen. Danke, es gibt bestimmt viel besser. Und jetzt kommt... Oh, das sieht schön aus hier. Bald dieser Yoshi-Panzer, da bin ich gespannt. Mhm. Los, los, herzlich willkommen. Schnuffel auf der Rolle. Ach, jetzt werden wir also erstmals Pucci kennenlernen, der im Deutschen Schnuffel heißt. Ich glaube, da freust du dich mehr drauf als ich. Ja, ich bin ein Hater von ihm, sagen wir es mal einfach frei raus. Er hilft aber und er ist overpowered. Das hat halt größtenteils mit der Vergangenheit zu tun. Es gab schon einige Yoshi's Island Level, da ging der mir brutal auf die Nerven. Und er macht die das, was er soll. Nein, du. Ich will gar nicht wissen, wie alt diese Limonadendose da ist. Ja, wenn da schon was rauswächst. Vielleicht sollte man das mal in den Müll schmeißen, weiß ja nicht. Was ist denn das für ein Dödel hier? Kann man anscheinend. Kann nicht mal besiegt werden irgendwie. Dann geh mal weg, vielleicht dann steht er wieder auf und macht den Weg frei. Geh mal weg. Ja, dann soll er mal aufstehen. Hallo, wach auf da, du Knutschkugel. Was ein Freak. Bei dem müssen wir aufpassen. Der sieht ungefährlich aus, aber der ist dreist. Hey, lass mich los. Ja, oder so. Da hoch zur Taube. Ja, die sieht irgendwie verdächtig aus. Ah ja, mit gemeinsamer Power. Und da ist die erste Blume. Jetzt hast du mir alle Eier abgenommen. Das mag sein, aber dafür haben wir jetzt schön gechillt die erste Blume bekommen. Du kannst da, wenn du willst, etwas mehr in den Hintergrund schauen. Das würde uns auch helfen. Und hier geht's rein, da geht's rein. Ah, wir können uns ducken. Da kann man ein Schäfchen, das schwarze Schaf, immer auf die Schwarze. Ich hab sogar dich gerade getroffen. Als Kombo. Bierdeckel. Da ist was. Zum Springen, ja. Ich mach das mal schnell. Okay. Ein riesen Yoshi-Coin. Schaffst du es hoch? Auf den einen Dödel, dann auf den anderen? Ja, schaffe ich schon. Hier hast du neue Eier. Was ist das denn für ein Block da? 20! Ein Zwanni! Eier! Da ist so ein Weg. Ja, am besten mal um sich schießen. Wird ja gut belohnt, gut bezahlt. Also hauen wir voll drauf. Da oben ist das Kiste. Geschenk. Aber die war jetzt offensichtlich eigentlich. Ja. Die anderen fand ich schwerer. Brauchst du noch ein Herz? Nee. Keine Ahnung. Hallo? Kommt der mal runter? Ey! Ja super, das bringt mir jetzt eigentlich auch nichts. Ah, warte. Ach so mal. Geht das. Aha. Ist da was? Nee, wo du bist. Oh, aufpassen. Nicht, dass du in ihn reinläufst. Ja. Ganz hoch, ganz hoch. Lul, da ist so ein Schaf auf dem Baum. Und guten Flug. Das hier wird vermutlich eine Blume sein. Nee, rote Münzen, auch gut. Ah, wir haben aber 9. Das ist so eine dumme, ungerade Zahl. Ja, lauf mal weiter. Ich lauf mal weiter, dann kommst du schon nach. Ich komm schon nach. Oder? Geht das nicht? Echt nee, jetzt? Geht gerade nicht, nee. Mann. Ja, aber bist du ganz. Nee, rechts, rechts. Ja, okay. So, da bin ich schon. Schön den grünen Teppich.
Oh, warum so viele Wolken? Kann es sein, dass es gleich regnet? Weil da sind auch Schnecken. Schau mal. Das Gebastelte. Nicht? Oh, es regnet Geld! Ja, das ist doch ein warum kann es nicht im Real Life so sein? Weil gerade ist auch scheiß Wetter. Wenn es Taler rausregnen würde, wäre ich den ganzen Tag draußen. Oh, zweite Welt. Zeitlimit. Du sollst doch warten. Scheiße. Ey, der eine ist sauschnell! Aber jetzt ist er müde. Ja, jetzt ist er. Haben wir alle? Mach schnell das kaputt! Mach kaputt! Da! Hol ihn bitte! Habe ich. Oh. Mein Gott, ich regel schon. Hallo. Ich hab nicht in dich vertraut. Ich hab nicht in dich vertraut. Ich dachte, das geht daneben. Das heißt, in dir vertraut. Ja, ja. Den da doch. Genau. Das war bisher das schwierigste Zeitevent auf jeden Fall. Ja, naja, der Anspruch steigt, ja. Ja. Also hier. Ah, warte mal. Ja. Ah. Da ist auch noch so ein Weg. Und ein. Was ist das? Kaulquappe? Das sieht eher aus wie ein Frosch. Sicher? Oh. Ja, lol. Da ist es ein Frosch. Froschkönig sogar. Ja, gut. Egal. Aber süß. Da oben, ich glaube, wir müssen hier lang. Ach ja, genau. Da. 13. Hier ist nichts mehr, ne? Kamera spielt nicht immer mit. Aufpassen. Nein, nicht mich. Ich bin ein Kick. Ich hab dich gerettet. So, schieß auf ihn. Bevor er abhaut. Da. Kann nicht sein, dass wir nicht dieses Schaf umgeknickt bekommen. Oh, das ist Pucci. Das hier ist Schnuffel. Zuckersüß, nicht wahr? Er rennt immer in die Richtung, in die Yoshi gerade schaut. Genau, deswegen am besten jetzt nichts machen, ihn einfach laufen lassen, es sei denn, irgendwas taucht auf, was wir uns mal anschauen sollten, wie zum Beispiel die Büsche hier. Ist da was Wichtiges? Hallo Schnuffel, geh mal aus dem Bild. Schieß halt! Und weiter. Und los. Er kann sie natürlich töten. Ja, das dachte ich mir schon, weil der ist halt schon stark. Er räumt einfach alles aus dem Weg. Das ist eine Blume, das ist eine Blume, das ist eine Blume. Umdrehen, Blume holen. Hä, wo ist er jetzt hin? Pucci? Willst du die mal? Ja, Dankeschön. Und ich habe da noch so eine Münze gesehen. Warte kurz. Weg mit dem Zaun. Ich hab dich schon gesehen, du Arsch. Aua, hallo? Und dann treff ich dich. So, hoch jetzt. Muss beide nicht schaffen. Ja, er kommt da schon runter, oder sie auch so denkt, wie dumm sind die. Nee. Habt ihr es endlich mal so? Nein, lass ihn machen. Eier holen. Lass lieber erstmal Eier holen, weil die Blume ist ja nicht umsonst da. Okay. Münzen. Yeah. What the? Hol das ja, gut, gut. Du weißt doch, was übelst ich random. Das. Hier ist auch noch was. Da auf die Kiste schießen mit dem Kreis. Irgendwie geht nur das Schaf. Geht das nicht? Ich geh mal ein bisschen weiter weg. Ja, die hat doch eine Markierung. Warum kann man das nicht schießen? Das ist eine Kirsche und keine Markierung. Nee, es geht echt nicht. Okay, dann halt nicht. Vielleicht soll das Apfel markieren oder so. Oh, da ist wieder ein Zeitevent. Oh, nein. Brauchen wir da Pucci für? Ich denke schon. Ja. Komm her. Warte. Oh, fuck. Scheiße. Jetzt haben wir es wahrscheinlich verkackt. Ja, du rennst vor und ich sammle alles andere ein. Ja! Yeah! Yeah! Doch noch. Mit Tieren geschafft. Auf das schwarze Schaf. Ja. Na, ja, ich dachte, da gibt es jetzt eine rote Münze für. Vielleicht, wenn man alle. Sechs fehlen? Das sind ganz schön viele. Ja, RIP, weil das Level ist gefühlt vorbei. Ja, toll, da war jetzt aber auch nur noch ein. Wie können wir dann fünf übersehen haben? Oder kommen die jetzt doch noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange das
Okay, ich habe noch Hoffnung. Ich dachte, jetzt kommt das Ziel. Pucci? Kannst du mal helfen, bitte? Ja, danke schön. Da war nix, ne? Nee. Mach den mal weg. Aber hier ist noch eine Menge. Nee, komm bitte her. Weil, jetzt haben wir leider auch langsam Zeitdruck. Ach, wieder nix Rotes. Hier sind noch zwei Coins. Ist auf jeden Fall eine rote. Kannst du auch normal einsammeln. Aber schieß da auf die Kiste noch. Von vorne, von da wird's nicht gehen, glaube ich. Nee, nee, von vorne, von vorne. Okay. Oh. Nee, ich hol den Zwanni und du holst ihn ein. Ja. Ich glaube, du musst mir folgen. Ja, ich glaub's auch. Aber es geht jetzt nicht, weil ich dich nicht sehe. Ja, aber ich kann auch nicht mehr zurück. Ja, super. Und was machen wir jetzt? Kann ich mich nicht so... Ach, Moment. Hier ist eine Verbindung. Dachte ich zumindest. Ja, und jetzt gibt's ihn. So. Ah, hier. Okay. Aber hier sind trotzdem keine roten Münzen, verflucht. Wo sind denn die? Ah, Mann. Das geht nicht. Nee, du musst ihn wahrscheinlich treffen, wenn er so in der Mitte ist oder so. Ja, wie komme ich da hoch? Okay, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Haben wir hier schon? Hier oben nicht, glaube ich. Nee, dann komm her, komm her, komm her. Ja, ich renne. Das schwarze Schaf. Ist aber auch nichts wert. Die wollen mich doch verarschen. Cool, komm runter. Ja. Ja, die finden wir nicht mehr. Nee. Als ob vier fehlen. Vier ist ganz schön viel. Oh. Hab keine Ahnung, wo sie sein könnten. Naja, müssen wir dann noch schnell reinschneiden. Eine Blume fehlt uns auch. Lol. Okay. Die allerletzte irgendwie. Oder kommt das noch? Denn wir sehen hier gerade das erste Mal flippt das Level. Und es gibt eine Pucci-Mission, die wir allerdings erst in der nächsten Folge zeigen dürfen. Also morgen. Oder übermorgen, schauen wir mal. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.